Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder Tutorial Time. Wir sind nach wie vor beim Rücken. Wir haben nach wie vor Special Guest Fabi, unser Model. Ja? Michi, der Erklärfix. Wir schauen uns heute Langhantelrudern an. Die nächste klassische Rückenübung. Für mich persönlich eine Übung, die zwar toll ist, um eine solide Grundmasse aufzubauen, aber halt eine Übung, wo sich die meisten sehr, sehr schwer tun werden, die richtigen Muskeln zu treffen. Grundsätzlich lässt sich sagen, Latziehen kann in zwei unterschiedlichen Arten machen. Ich kann es latfokussiert machen mit einem 45 Grad Winkel oder ich könnte es Oldschool Arnold machen, Bent Over Rows 90 Grad und das in den oberen Rücken ziehen. Beides ist richtig, nichts ist falsch. Wie gesagt, es kommt auf die Trainingsplanung drauf an, welche der beiden Übungen ich ausführen wolle. Wir machen heute klassisch, so wie es der Yates auch gemacht hat, Langhantelrudern in erster Linie für den Latissimus in einer, würde sagen, 45 Grad Schräglage. Michi. Also wie der Stefan schon gesagt hat, Langhantelrudern ist so eine richtige klassische Masseaufbauübung und ich bin der Meinung, es gibt keine Übung, wenn sie richtig ausgeführt ist, wie das Kreuzheben und das Langhantelrudern, das so viel Masse und Dichte auf euren Rücken packen wird, wie diese beiden Übungen. Aber wir haben heute auch wieder hier beim Langhantelrudern, wie bei allen anderen freien komplexen Übungen, sehr, sehr viel Fehlerpotenzial und wir werden euch heute die typischen Fehler beim Langhantelrudern aufzeigen. Wie Stefan schon erwähnt hat, wir machen das klassische Yates-Rudern, ja, weil der untere Rücken dabei in einer bisschen einer stabileren Position ist, wo wir mehr Last bewegen können, ja, und wir treffen anteilig eigentlich den kompletten Rücken. Wir treffen sowohl den Latissimus als auch den oberen Rücken damit, ja. Gut, wir fangen einmal an, Griffbreite. Ich würde das Ganze etwa schulterbreit greifen, dass die Arme außerhalb eurer Oberschenkel sind. Genau. Genau, gute Frage. Fabi fragt, ob Ober- oder Untergriff. Grundsätzlich ist bei mir der Griff wieder vollkommen egal, ob ich jetzt Ober- oder Untergriff verwende. Viel, viel entscheidender ist, wie die Bewegung einleite, die Zugrichtung und was die initialisierenden Muskelgruppen sind, als ob ich jetzt einen Ober- oder einen Untergriff verwende. Ja. Ich persönlich finde sogar den Untergriff besser, einfach deswegen, weil die meisten Leute Probleme mit der Supination haben und umso mehr ich in Supinationsbewegung mache, umso besser wird es sein, weil ich eine bessere Mobility zusammenbringe. Wie der Michi schon gesagt hat, supiniert hast nicht mehr Aktivität im Bizeps, supiniert hast nur dann mehr Aktivität im Bizeps, wenn ich es mit dem Bizeps ziehe. Unser Ziel sollte es ja sein, die Bewegung aus dem Rücken einzuleiten und auch die Bewegung im Rücken fertig zu kontrahieren und nicht über den Arm zu ziehen. Aber Fabio, du kannst ruhig einen Griff verwenden, der dir persönlich am liebsten ist oder besser liegt. Ganz wichtig ist, wann wir das Gewicht jetzt rausheben. Ein Fehler, den ich oft sehe, ist, dass die Leute, wenn sie das Gewicht aus dem Rack heben, das Ganze mit wenig Spannung machen, weil sie im Geist noch nicht im Satz sind. Ja? Das heißt, der Satz beginnt für mich dann, sobald ich das Gewicht in die Hand nehme. Ihr lockt die Schulterblätter nach unten, atmet tief ein, baut Spannung auf und dann squattet man das Gewicht eigentlich so ein bisschen raus. Man macht zwei Schritte, eins, zwei und ihr steht, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr da unglaublich viel Energie und Kraft verschwenden könnt, wenn ihr da einen halben Marathon zurücklegt mit, keine Ahnung, 140, 160 Kilo auf der Stange. Gut, jetzt machen wir eine Hip-Hinge-Bewegung, ja. Mach das nochmal, Fabi, steh nochmal auf. Um jetzt in die richtige Position zu kommen, ja, kippt ihr einfach das Becken ein Stück nach hinten, geht leicht in die Knie, wie beim rumänischen Kreuzheben. Und auch ganz, ganz wichtig, der Kopf bleibt in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule. Ein eklatanter Fehler ist, wenn man in den Spiegel schaut, das zu machen und den Kopf nackenwärts zu überstrecken. Der Kopf sollte sowohl beim Heben als auch beim Langhantelrudern eine natürliche Verlängerung der Wirbelsäule sein. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ihr konzentriert sich nicht auf das, was bei euren Händen passiert, sondern ihr schiebt das Schulterblatt nach oben bzw. nach hinten, ja, und zieht unter euren Bauchnabel. Machen wir das einmal. Ja, sehr schön. Ganz auf und ihr zieht unter euren Bauchnabel. Genau.
sauber. Genau, die ganze Bewegung findet hier statt. Da spürt die Musik. Da hebt sie das Gewicht. Da kommt die Bewegung raus. Unter dem Bauchnabel kurz halten und auch beim Runterlassen, bei der negativen Phase der Bewegung mit dem Latissimus dagegen halten, ja, weil die meiste Aktivierung in der Muskulatur bzw. der meiste Schaden in der Muskulatur beginnt oder passiert in der negativen Phase der Bewegung. Also das heißt, lasst das Gewicht langsam runter und haltet mit dem Latissimus dagegen, wenn sie das Gewicht absenkt. Passt schon, Fabi, du kannst. Fabi, denkst du nur an mich, bitte tu weiter. Schon voll. Auch so eine kleine Anekdote zum Langhantelrudern ist natürlich, es gibt realistische Gewichte fürs Langhantelrudern. Ja? Wenn heute wer herkommt und sagt, er tut mit 140 Kilo Langhantelrudern, dann weiß man, wenn man den Menschen dazu auch anzieht, in den meisten Fällen, das kann nicht passen, weil er halt nicht den Rücken wie Dorian Yates oder Ronnie Coleman oder Jordan Peters zum Beispiel hat, der wirklich mit 160, 180, 200 Kilo Langhantel rudern kann. Die meisten Leute werden, nur um einmal eine Größe im Kopf zu haben, bei durchschnittlicher Muskulatur, so wie die meisten Trainierenden da draußen herumlaufen, irgendwo bei 60 bis maximal 100 Kilo liegen, um eine perfekte, effektive Bewegung zusammenzubringen. Wenn ich mit Leuten trainiere, ist es zu 90% wirklich so, dass Langhantelrudern einfach nicht nur zu schwer, sondern viel zu schwer ausgeführt wird und dann halt vollkommen an der zu trainierenden Muskelkette vorbeigezogen wird, meistens der untere Rücken die meiste Belastung abkriegt oder der Nacken und das im Endeffekt in eine Shrug-Bewegung endet. Das heißt, refokussiert euch da richtig, um die Bewegung ordentlich und sauber auszuführen, dann werdet ihr vom Langhantelrudern auch profitieren. So wie der Michi gesagt hat, ist es richtig ausgeführt, sicher einer der Massbilder im Rücken. Aber wenn er nicht richtig ausgeführt ist, ist es auch eine Übung, die sehr, sehr schnell zu einer beschissenen Rückensymmetrie führt, die dann näher mal ausbalanciert ist und die euch im Falle eines Bühnenauftritts natürlich hinten wieder ins Knack reinfällt. Und ich muss da noch einhaken, was ganz, ganz wichtig noch ist. Ich höre immer wieder, aber Ronnie Coleman hat so gerudert, aber Jordan Peters rudert so. Ihr seid nicht Ronnie Coleman. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ja? Es gibt Leute, die können die Bewegung wirklich mit Schwung einleiten und haben trotzdem eine tolle Endkontraktion in der Muskulatur. Das ist aber die Ausnahme. Die Frage lässt sich eigentlich immer ganz einfach selbst beantworten. Ja? Ich mache das seit 2 Jahren, habe ich einen guten Rücken, wenn die Antwort nein ist, mache ich es nicht mehr so. Richtig. Eigentlich ganz einfach. Und ein guter Indikator für mich ist, wenn ihr das Gewicht in der kontrahierten Endposition nicht kurz halten könnt, dann ist es zu schwer. Also wenn ich das Gewicht jetzt rudere und ich kann das in der Endkontraktion nicht kurz halten und den Rücken bewusst anspannen, dann ist es definitiv zu schwer. Man muss ja ehrlich sagen, sein Rücken ist mittlerweile okay. Er ist noch immer nicht gut, aber er ist okay. Er hat sich echt gemausert. Es gibt ja wirklich Fotos, auch so, wann muss das gewesen sein? 2013? 14. Ah, warte mal, nein, das ist 2013 ein Foto mit Fabi im Pool. 14 war das. Das war 14? Ja. Warte, das müsst ihr euch jetzt anschauen. Und dann wisst ihr wirklich, dass Michi seinen Rücken phänomenal verbessert hat. Er ist noch immer nicht gut, aber er hat ihn verbessert. Ich suche das Foto. Aber, noch mal ganz kurz. Darum geht es für mich im Bodybuilding. Ja? Für mich macht nicht einen guten Bodybuilder aus, wenn man aus so Gesamtes wächst und Masse draufpackt. Für mich macht einen exzellenten Bodybuilder aus, wenn man eklatante Schwächen hat und es über die Jahre schafft, diese Schwächen anzugleichen, dass sie im Vergleich zum restlichen Körper nicht mehr so dramatisch abfallen. So. Also, wir sehen da wirklich, mich ist ganz desaströsen Rücken. Da ist der Fabi. Man erkennt ihn an den Augen, ja? Und das bin ich. Auch ich hatte mal Muskeln. Du bist eigentlich der Einzige, der schlechter wurde, ist in der Ja, stimmt. Meine Progression ist noch hinten losgegangen. Aber ja, das war irgendwann einmal so 2000, was müsste man eigentlich 14. sehen? 2014, ja. Hm? Gut so. Gut. Ja, Michi hat sich schon verabschiedet, das tue ich hiermit offiziell auch. Ich freue mich natürlich über jeden Klick, ich freue mich über jede Unterstützung, ihr wisst, wo ihr was kaufen könnt. Wir sehen uns gleich beim nächsten Tutorial.